So, Kapitel 12, Tod im All, willkommen zurück bei meiner letzten Aufnahmesession meines ersten Hauptprojektes. Let's play Dead Space! Wir sind dem Ende nahe. Kapitel 12 ist das letzte. Wir haben das Secret leider verpasst. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben später ja nochmal eine zweite Möglichkeit beim zweiten Durchspielen. So. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ja. Aufgabe zugefügt. Einen wunderschönen Kometen haben wir hier oben. Jetzt weiß ich übrigens durch meinen Bruder auch wieder, der spielt ja gerade auch Dead Space 2, der Arsch. Ich wollte gerade in dem sein Zimmer kommen und schauen, was der so macht, aber nee. Ich darf nicht rein, weil sonst würde er ja spoilern. Ja. Für die Leute, die... Oh, okay. Für die Leute, die nicht wissen, warum nicht dieser Stein da oben in der Luft hängt, die bauen damit den Planeten ab. Die nehmen so die Ressourcen an sich. So. Jetzt schaue ich mich hier aber erstmal um. Da hinten sehe ich schon etwas, was ich mir nehmen kann. So, und immer noch ist meine große Frage im Raum. Wo zur Hölle ist die dumme Kendra? Schauen wir erstmal, was hier hinten ist. Und wir werden sofort mit einem Energieknoten belohnt. Und Strahlenmunition. Wir haben zu viel davon. Ja, wir haben sogar voll. Ein Shop wäre jetzt was Feines. Der Marker soll es darstellen. Moment. Nee, ich muss ja dahin. Ist hier noch irgendwas? Ja, da. So macht man's auf. So. Alles nochmal aufgeladen. Der Nicole geht's auch. Wow. Das hat ihm nicht gefallen. Behaupte ich jetzt mal. Aber ist er nicht weiter schlimm? Der hält ja was aus, der gute Isaac. Nein, du lebst nicht, ne? Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Okay. Es verwundert mich gerade, dass die Teile da so ein bisschen rumgeflogen sind. May Altman be with you. Da ist der Marker ja schon. Oder? Sieht danach aus. Egal, wir werden erstmal verkaufen. Das, ich nehme an, letzte Mal, dass wir diesen wunderbaren Shop betreten werden. Mit viel zu viel, was wir hier drin haben, was wir auch nicht mehr brauchen werden. Viel zu viel Stase. Von Ripperklingen habe ich jetzt auch genug. Impulsprojektile, ja. So, ich kann mir jetzt 10 Stück kaufen. Sogar fast 11, aber nein. Wir wollen ja nicht übertreiben. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Wir bauen nur noch eben
Na, warum drücke ich wohl drauf? Ja, komm, hau rein. Ist bereits überbrückt. Gut. Ja. Wow, schön. So, und jetzt können wir uns noch einmal entweder für Schaden oder Nachladen entscheiden. Erhöht Schaden um 1, das ist eigentlich wichtiger. Aber wir wollen ja nicht übertreiben. Nein, nein, nein. Wir machen das auf ganz dezente Art und Weise. So. Was ist hier Schönes? Auch nicht übertrieben. Ach, der guckt aus dem Fenster raus. Hier spricht Sergeant Newman von der PSEC. Wir haben alle Shuttles verloren. Eins ist gerade gestartet, kam direkt wieder zurück und krachte in den Hangar. Es hat dabei ein paar hundert Leute getötet und alle verbliebenen Shuttles zerstört. Wenn jemand das hier hören kann, dann landen sie nicht hier. Nicht hier landen! Ja, leider haben wir das gerade ja schon getan. Welch ein Malheur. Hört sich an, als wäre jemand oder etwas ziemlich hungrig. Ekelhaft die Viecher sind. War's das? Hauptsache Nicole ist weg, ne? Ja, was muss, das muss. So, dann bringen wir den Laden mal wieder zum Funktionieren. Das gerade wieder ein bisschen leiser machen. Sonst, ich habe ja immer hier diese Angewohnheit, nicht zu reden, wenn es zu laut ist. Klöpp. So, was haben wir hier? Nix, nix. Außer blutverschmierte Wände. Schließmechanismus. Gut, auf der anderen Seite haben wir auch einen Schließmechanismus. Los, lauf gegen die Tür. Das kannst du super. Ich muss dahin. Habe ich da was vergessen? Habe ich wieder mal nicht zugehört? Hä? Ah, da lang. Aber das ist doch rot. Entweder habe ich hier gerade einen Spielefehler. Oder das Spiel ist... Ach, wahrscheinlich muss... Ja, ich muss das wahrscheinlich dahin. Damit das auch zum Marker... Damit ich den Marker da drauf platzieren kann, ne? Nicht wahr? Ist doch so, ne? Ja. Euer Ari ist ein ganz schlaues Kerlchen. Der rafft es erst 5 Minuten später. Ich habe gerade ein Auto gehört. Ja, ja, ja. Mann, das dauert so lang bei dem Eisen. Weißt du, letztes Mal hat das doch so super geklappt hier. Ah, das Geräusch mag ich. Ah, ich bin schlau. So, da kommt jetzt der schöne Marker. Warum greifen die mich eigentlich an? Ich will das Teil doch zurückbringen. Ich bin doch nett. Ich will die doch wieder ganz machen. Hauptsache, das ist überhaupt nicht schwer.
Hauptsache, ich habe da gerade noch irgendjemanden gehört. Oder irgendetwas gehört. Naja. So. Jetzt bringen wir das Teil mal um die Ecke. So, gut. Sitzt, wackelt und hat Luft. Denke ich mal, ne? Muss ich jetzt das Ganze noch da? Ja. Was muss, das muss. So. Und Verschließmechanismus aktivieren. In Betrieb. So, jetzt kommen wir hier nie wieder raus. Wir haben unser eigenes Grab gegraben, geschaufelt und sind mit dem Marker alleine. Spannungsbogen wird aufgebaut und wir sehen noch so einen kleinen Lagerraum, würde ich mal meinen. Ich würde erstmal sagen, Stase. Das muss hier also hochgezogen werden. Ja, das ist ja eine ganz feine Sache. Ich schaue mich hier erstmal um. Schon wieder. Unbekannte Bioform im Sektor registriert. Sicherheitsdienst wurde informiert. Tut mir leid. Wollte ich doch gar nicht. Das ist natürlich... Das ist Biestes, der da drin stand. So, hier stehe ich eigentlich sicher. Die ganze Familie. Ach, du bist ja süß. Komm mal her, komm mal her. Ey. Hauptsache, du bist keine Piñata, ne? Ihr erinnert euch an unseren Kollegen von damals. Hier ist noch jemand. Die Quarantäne ist noch nicht aufgelöst. Ja, ich habe so das Gefühl, dass gleich wieder so ein Schlingärmchen kommt. Daher nehme ich mal den Plasma-Cutter. Ja, das auch noch Munition, das ist schön. Was ist das eigentlich? Ekelhaft. Brücke aktivieren. Ach so. Gut, gut.
Brücke denn jetzt gemacht? Ach, und die geht dann wieder runter.